Moin moin und willkommen zurück zu Age of Mythology. So, jetzt geht's aber endlich mal in die Unterwelt. Wird aber auch Zeit. Und ab in den Swimmingpool. So ein kleiner Jacuzzi. That sound is becoming familiar. Gargarensis already sieges the gate. What if the gate's open? Then we get to be part of Ragnarok. Kronos is not an enemy you can fight with mere weapons. Our only chance is to stop Gargarensis before he opens the gates and releases him. Oh, okay, wir haben sogar eine Basis dabei. So, Holz, Holz, Holz. Irgendwo muss auch Holz sein. Gold. Ihr killt mir hier ein paar Hirsche. Okay, den müssen wir aufrechterhalten. Und hier hinten müssen wir hinkommen. Oha. Okay. There is much gold to be found in the underworld. Okay, ich sehe schon. So. Gut, viel Gold in der Unterwelt. Dann wollen wir hier mal durchgehen. Ein paar Axtwerfer mal dazu nehmen. Damit wir da auch einen kleinen Bautrupp haben. Holz, haben wir hier was? Mal sehen, wie groß dieses Gebiet ist. So, ihr kommt mal mit und sammelt hier hinten Holz. Viel mehr Holz will ich jetzt haben. So, sieht gerade recht sicher aus. Dann bauen wir schon mal dieses kleine Ding hier ab. Zumindest können wir hier was in der Unterwelt sehen. Ich frage mich, ob die in der Unterwelt bauen können. Können wir jetzt nicht testen. Haben einfach viel zu wenig. Holz und Gold dabei. Also Leute, ran. Akkord. Oha. Ja, Gold haben wir echt genug. Ja, hier hinten ist der Weg zu. Ja, ist er. Gut, dann fix mal hier hinten hin. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, der haut da aber auch kräftig zu. Jetzt mal waren es aber mehr als zwei Zyklopen, glaube ich. So, jetzt können wir mal testen. Kriegen wir hier ein Langhaus gebaut? Nee. Nee. Schade. Wäre halt sehr verdammt praktisch gewesen. Okay, hier haben wir Gold. Oh, und hier ist auch nochmal. Ach du Liebe, und nochmal eine Reliquie. Ah, das war schön. Sammeln wir hier vier Gold und Reliquien ein. Bringen die kurz raus und danach geht's mit einem Stoßtrupp hier gegen Gargarensis. Und irgendwie muss hier auch ein Gegner sein. Okay, 10% Schaden hat das Ding schon mal. So, das soll erstmal reichen. Erstmal die Reliquien zurückbringen.
Frage ist jetzt, können wir direkt einen Sammelpunkt daraus setzen? Jo, das klappt. Ein paar mehr Holzfäller. Wobei, Holzfäller nicht, wir brauchen Nahrung. Ganz, ganz dringend. So, Chaiwan. Du bist der Langsamste, obwohl du vier Beine hast. Kann doch nicht angehen. So eine Armory brauchen wir dann ziemlich dringend. In der Zwischenzeit bauen wir einfach weiter fleißig Axtwerfer. Denn für die Frontlinie haben wir einiges an Helden dabei. Ja, du darfst das Feld schon zu Ende bauen. Ach, und was machen diese ullen Affen? Na, dürfen etwas Verteidigung unterkunden. So, die Schmiede einmal. Auf eine Taste, das Ding. Und ja. Oh ja, diese Feuergiganten und ihre scheiß Umgebungsschaden. Ah, verlieren wir wieder einiges an Einheiten. Nützt nichts, wir müssen gleich Hersen mitnehmen. Was heißt gleich, wir machen das jetzt. So, Sammelpunkt. Auf das Tor. Okay, wer kann heilen? Wer hat gerade versucht zu heilen? Du kannst doch heilen. Ah, Gagarinz ist hier. Okay, wir haben in dieser Mission... Ja, doch, genug zu tun. Okay, Holz reicht hier hinten, aber Nahrung wird später zu gebrauchen. Falls wir irgendwie mal an den Tempel kommen. Ah, ihr nehmt Gold. Okay, davon haben wir zumindest ein bisschen was. Und ihr könnt, glaube ich, auch die Feuerriesen sogar einfrieren. Das passt dann. Ach du Scheiße, der Trupp da unten ist mir eigentlich fast zu groß. Ein anderer kriegt auf die Fresse. Boah, irgendein anderer aber auch. So, in der Zwischenzeit sollten wir einiges an Einheiten nachproduzieren. Ich baue vor allem auch so viele Axtwerfer. Nicht unbedingt, weil sie jetzt die besten Einheiten sind in dieser Mission, aber einfach von diesen so viele. Ja? Und bauen können. Denn Holz haben wir, Gold haben wir. Was uns fehlt, ist im Moment noch hauptsächlich Nahrung. Skepan. Skepan? Timpershred. Wobei ich auch gerade bei dem Ochsenkarren das Upgrade gesehen habe für
Er will. Für den beständigen Strom an. Wer ist da? An Nahrung. Brauchen wir natürlich erstmal mehr Nahrung für, ist ja klar. Immer das, was wir nicht haben. Na komm. Skipan. Skipan. Wer ist da? Something. Amanra versucht mal wieder alles hier alleine zu machen. Ich produziere mal hier einen Wegpunkt hinzusetzen. Die dann so klicken oder durchgehen? Ich weiß noch nicht. Scheiße, wir brauchen die hohe Sachs. Elbrunn, den hätte ich dann doch gerne hier. Okay, darf jetzt nicht hier mein... Soll jetzt nicht hier mein Langhaus kaputt kriegen können. Okay, das funktioniert so nicht. Was auch nicht funktioniert ist mit... die Helden da hinzubringen. So. Euch Leute brauche ich leider. Und zurück an die Arbeit. Wir haben es ja doch überlebt. Skipan? Something. Ja. So, endlich kriegen wir mal genug Felder. Something. Das dringende Upgrade für. Skipan. Ah, da liegen sie. Und ihre Seelen steigen auf. So, ihr bleibt hier. Scheint eine leichte Kälte zu sein. Sorry, wenn ihr am Ende das Schniefen so ein bisschen hört. Tilbuin, Samsicht. So, wir brauchen definitiv mehr Rüstung auch. Ach, Valkyren etwas stärker machen. Ja. Und wir brauchen hier einen Marktplatz. Den können wir auch gebrauchen. Juwel. Irgendwas gegen mythische Einheiten. Wir sollten noch ein paar mehr Hersen produzieren. Jau. Jarvil. Nahrung, alles braucht Nahrung. Mann. 600 Lebenspunkte haben die auch. Das ist schon etwas fies. Und wir werden etwas brauchen, um das Ding klein zu kriegen. Also bei 50% werde ich einen Angriff wagen. Tilbuin. Wir brauchen für eine Bergfestung Gunst? Ui. Ist das auch bei den anderen so? Ich bin mir da echt nicht sicher. Naja, an das 1% kommen wir noch ran. So, die Zwerge sind hier schon mal fertig. Aber hier gibt es ja noch mehr als genug Minen. Packen wir noch ein paar Zwerge da rein. Weil dann können wir nachher... Gut. Kein Problem. So, sorry für die Unterbrechung.
Ha, 5%, da haben wir sie. Na, jetzt fehlt uns Gold. Moment, da haben wir doch Markt. Verkaufen wir mal etwas Holz. Davon haben wir gerade mehr als genug. Oh. Einheiten fehlen uns mal wieder. Kilbuin. Jau. Skipan. Kilbuin. Grootsweg. Und ihr kommt. Seht mal zu, dass ihr hier hinkommt. Ach du Scheiße, die 50% sind auch bald voll. Bergfestung werde ich wahrscheinlich hier hinsetzen. Da soll sie dann genug Reichweite haben. Oh, hier hinten. Der Trupp sollte keine Bergfestung kaputt kriegen. Im momentanen Zustand. So. Dann nochmal mehr Einheiten. Zack, nochmal upgraden. Ja. So, irgendwo Holz sammeln. Da, das ist gut. Ja. Ich hätte jetzt gerne so eine Fähigkeit wie. Ach, wer weiß. Sowas wie. Bronzerüstung. Das wäre jetzt toll. Okay, Gunst haben wir immer viel zu wenig. Skipan. Tilbuin. Und ihr schützt das Ganze jetzt mal mit so ein paar Häusern. Können wir mal eine Mauer bauen. Du Zwerg, du kommst... Moment, da. Hier zur Mine. Der unten. Hier ran. Und dann ist das auch schon bald bei den 50%. Oh Mann. Diesmal sind wir es, die wirklich etwas hinterherhinken. An Aufstieg in die nächste Zeitalter möchte ich noch gar nicht denken. Tilbuin. Ist auch ein verdammt langer Weg hier hinten hin. Einmal da rum. Ah, schon wieder so ein Zwerg. So. Nichts, nichts. Wir müssen mal ab in den Kampf. Ah, Hutzkals bringen uns hier nichts. Hersen bringen uns hier was. Holen wir uns mal unsere Helden wieder. Axtkämpfer. Nicht. Nicht gegen die Feuerriesen. Die müssen erstmal dran glauben. Können ja gerne die anderen angreifen. Nee, den Brunnen können wir hier nicht gebrauchen. Komplett überflüssig. Wie lange die für so einen Troll brauchen. Ach, das war schon. Ich dachte, wir müssen jetzt halt die Ramme nochmal kaputt hauen. Retreat to the well! We'll make our stand there! Oha, da verfolgen uns aber einige. Ach, er will sich opfern gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum bist du nicht zurückgelaufen statt vor? Ah, Depp.
Arkantos, we must go. There is nothing we can do for him. Na, soweit hat's recht. So, eine Mission, die eigentlich auch wieder sehr, sehr schnell ging. Aber anscheinend hat es gereicht, um die Ramme zu zerstören, oder mussten wir einfach nur fliehen? Was steht hier denn? Arkantos wurde vertrieben von dem Tor. Okay, die Ramme ist nicht zerstört. Alles scheint verloren zu sein, außer wenn die Zwerge den Hammer von Tor wieder zusammensetzen können. Aha. Dann wissen wir schon mal, was uns in der nächsten Folge erwartet. Okay, Leute, bis denn. Ciao, ciao.